Ich möchte meinen Newsletter gestalten mit Blöcken und Stilen. Natürlich nennt das Mailchimp Blocks and Styles. Mein Name ist Pirmin Lehner. Gehen wir zu Style. Was kann ich hier stylen? Zuerst die Page, das heißt die ganze Seite, also das ganze Mail. Ich gehe mal hier drauf und ich sehe, ich kann hier den Hintergrund stylen, den Rand, den Border stylen, Heading 1, das ist die Überschrift 1, das ist die größte, die wichtigste, dann Heading 2, also die zweitwichtigste Überschrift und so weiter. Ich gehe mal hier zu Background Style. Wenn ich hier länger drauf drücke, dann erscheint eine rote feine Linie. Es ging schnell. Ich mache es nochmals. Eine feine rote Linie um das Element herum. Also jetzt weiß ich, ich kann den Hintergrund einfärben. Ich übertreibe einmal. Ich gehe hier drauf und ich nehme da mal ein Rot. Dann sehe ich sofort, ah, hier hat es eine Auswirkung. Ich klicke daneben, das ist soweit schon erledigt. Hat es noch einen Border to Top, also einen Rand nach oben? Das heißt nichts anderes als einen Abstand nach oben. Nein. E-Mail Border, ich gehe mal hier drauf, also den E-Mail-Rand, ich bleibe hier drauf. Und ja, es ging ganz schnell, man sah ganz kurz einen roten Rahmen, dann weiß man, ah, das ist eben dieser Rand hier. Ich sage mal, ja, ich möchte das doch. Und zwar einen, ja, nehmen wir einen gepunkteten Rand und der ist nicht 5 Pixel, sondern 10 Pixel groß und der hat blaue Punkte. So, ich habe hier ein Blau gewählt. Ah, wunderbar. Das nächste. Heading 1. Heading, das ist also die Überschrift 1, das ist hier zum Beispiel Clerly und der belgische Pilot. Und hier, es geht weiter, das ist mit derselben Schrift geschrieben. Wenn ich hier nun sage, ja, diese Überschrift ist nicht 30 Pixel groß, sondern nur 20, dann ändert das überall, und das hat sich hier schon angepasst, wo dieser Style im Einsatz ist. Ich mache das nun aber wieder auf 30. Also ich kann das hier wirklich über die ganze Mail steuern und die Farbe dieser Schrift könnte ich ja auch ändern. Ich nehme mal hier ein dunkleres Rot und sofort sehe ich das hier links, wo das nun in Einsatz kommt. Jetzt geht es hier weiter zu Heading 2 und so weiter. Ich speichere das. Save. Es geht weiter zu Header. Wo ist der Header? Also wo ist der Kopf? Ich weiß es noch nicht, aber bei Header Style, ich klicke mal hier drauf, ich drücke länger drauf, und dann sehe ich, ja, es ging wieder schnell, hier ist also der Header. Also all das hier oben steckt im Header und wenn ich hier den Header-Text bestimme, dann ist die normale Schrift eben eine Arial-Schrift, 16 Pixel groß und diese Farbe. Nehmen Sie nie ein wirkliches Schwarz. Ich klicke mal hier drauf und Sie sehen, ja, auch hier ist es nicht ganz schwarz. Es ist ein sehr dunkles Grau. Es sieht einfach sympathischer aus. Dann, wenn es im Header einen Link hat, welche Farbe hat denn dieser Link? Das wird hier bestimmt. Und Save. Sidebar. Habe ich hier eine Sidebar? Also eine Spalte auf der Seite, ja, da unten hat es eine Sidebar, das hier, das ist die Sidebar. Also hier kann ich bestimmen, wie ist der Hintergrund, wie ist der Rand, wie ist die Schriftgröße und so weiter. Save. Dann the Body, also der Textkörper, das ist das hier gemeint. Da gibt es wiederum eine Schrift, wieder Ränder, wieder Abstände, es ist immer dasselbe. Und Lower Body, also der untere Körper, wo steckt denn der Lower Body? Ich bleibe mal hier drauf und sage Lower Body Style. Ich klicke hier, drücke hier lang drauf und ich habe es schnell gesehen. Also das ist offenbar der Lower Body. Alles anpassen und speichern und es geht weiter mit dem Footer, also dem Fußteil. Wo steckt denn der Fußteil? Achtung, es wird rot eingerahmt. Jetzt nicht. Footer Text. Da. Ja, da hat es funktioniert. Und ich kann das wieder anpassen. Die Linkfarbe hier ist ja so komisch grün. Wo ist denn das hier drin? Ah, da Footer Link. Natürlich, das ist hier geregelt. Save.
Und Mobile Style, also wie sieht es denn auf einem Handy aus? Und Referral Badge, ja, solange ich nicht zahle für dieses Mailprogramm, klebt immer noch dieser Chimp unten dran. Ich kann einfach auswählen, ist er weißlich oder ist er schwarz. Ich würde den hier wählen. Ich komme da nicht darum herum. Ich müsste hier upgraden, damit ich den Affen los würde. Save and close. Und ich glaube, das ist so der grundsätzliche Stil. Natürlich habe ich es jetzt fürchterlich gemacht. Das muss ich nachher wieder zurückstellen. Das war's.